eigentlich nicht mehr werden nach dem, was uns jetzt vorliegt von den Koalitionären, die es zumindest sein wollen. Die haben ja hier so ein Papier produziert. Das Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Und das wird hier filetiert, meine Damen und Herren, denn dieses Papier ist wirklich eigentlich das Papier nicht wert, auf das es gedruckt wird. Es ist ein Papier, das eindeutig zeigt, wie wenig Ideen diese Ampelkoalitionäre eigentlich für Deutschland haben, und gleichzeitig stellen sie alles unter einen Mantel, der aber außerordentlich gefährlich ist. Und dieser Mantel, der alles umspannt, das ist diese, und Sie haben den Begriff sicherlich schon häufig gehört, sozial-ökologische Transformation. Auf in den Sozialismus, kommentiert ja der Erste. Genauso ungefähr kann man das tatsächlich zusammenfassen. Es geht um sozial-ökologische Transformation, die, wie wir sehen werden, eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass die Industrie, dass alle Sektoren, so ist es im Papier formuliert, sich Klimazielen beugen müssen, dann auch herunterfahren müssen, bereits mit einem Klimagesetz, das nächstes Jahr verabschiedet werden soll. Und tja, dann ist eben die Wirtschaft heruntergefahren. Andere Lösungen hingegen kann man überhaupt nicht anbieten. Und in den allermeisten Bereichen sehen wir ganz deutlich, dass im Endeffekt gar keine Ideen genannt werden. Wir sehen hohle Phrasen, ja, wir lesen ein Papier voller Statements, die aber im Endeffekt nicht wirklich zielführend sind und wo vor allem überhaupt nicht konkret ausgeführt wird, was da jetzt getan und verbrochen werden soll. Das allermeiste sind, wie gesagt, einfach nur Thesen, die in den Raum gestellt werden und die letztendlich dann zum Negativen gereichen. Ich will da einfach jetzt mal ganz kurz durchgehen durch die verschiedenen Kapitel. Ich habe mir dieses Sondierungspapier ja angetan und man soll sich ja nicht immer auf das verlassen, was die Presse so berichtet. Deswegen denke ich mir, es kann nicht schaden, hier einfach nochmal einen tieferen Einblick in dieses Papier zu geben, in diese Grausamkeiten, die dort eigentlich formuliert sind, und gleichsam in diese Inkompetenz, die hier formuliert ist. Ich glaube, das hat die Politik in Deutschland durchaus verdient. Und die Arroganz dieser Ampelkoalition, gerade übrigens auch Ostdeutschland und den Ostdeutschen gegenüber, und ich vertrete ja nun mal Ostdeutsche, auch insbesondere dadurch, dass ich aus Brandenburg komme und eben über die Brandenburger Landesliste eingezogen bin, das findet sich gleich im ersten Kapitel. Dort findet sich dann ein Satz, ähnlich wie der: In Ostdeutschland haben die Menschen schlechte Erfahrungen mit einer Transformation gemacht. So, und daraus will man dann eben für die neue Transformation lernen. Aber die begreifen vielleicht gar nicht, dass die Menschen gar keine Transformation wollen. Ja? Hier wird fabuliert, ja, die Ostdeutschen haben schlechte Erfahrungen mit der Transformation gemacht. Gemeint war hier die Wende, gemeint war hier im Endeffekt der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Das ja, wie wir wissen, durch die tatsächlich suboptimalen Prozesse zu viel Wohlstandsverlusten geführt hat, zu viel Arbeitslosigkeit geführt hat, zu tatsächlich strukturschwachen Räumen geführt hat, wo vorher keine strukturschwachen Räume waren, sondern teilweise sogar Industriezentren der DDR. Und diese Ampelkoalitionäre, die haben wirklich die Verwegenheit zu formulieren, naja, die haben schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen machen wir es einfach nochmal, aber wir wollen aus den Erfahrungen vom letzten Mal lernen. Nein, eine solche Transformation gegen die Bürger, und das kapieren diese Ampelkoalitionäre nicht, eine Transformation gegen die Bürger, die wird nie erfolgreich sein, weil die Bürger eben diese Transformation ablehnen und weil sie eben gegen sie gerichtet ist. Und mit den Konzepten, die diese Ampelkoalitionäre hier in den Sondierungspapieren festgesetzt haben, wird es entsprechend auch nicht zu einer Besserung der Lage kommen. Aber man nimmt noch einen weiteren Trick, den wir schon aus der DDR kennen. Man will sogenannte Bürgerräte einrichten, angeblich ohne die parlamentarische Demokratie zu schwächen. Und wenn wir uns mal angucken, was diese Bürgerräte denn tatsächlich genau sind, also die gibt es ja in gewisser Weise schon, die gibt es zum Beispiel bei der Konferenz zur Zukunft Europas. Also es ist keine ganz neue Idee. Emmanuel Macron praktiziert das schon, Ursula von der Leyen praktiziert das schon. Und diese Bürgerräte funktionieren wie folgt. Da wird nun den Leuten vermittelt, es gäbe überall Bürgerratssitzungen und man kann überall mitdiskutieren, zum Beispiel aktuell zur Zukunft Europas. Und dann werden
wird ein Plenum zusammengestellt, das aber sozusagen maßgeblich aus zufällig ausgewählten Bürgern besteht. Jetzt darf man sich das aber nicht so vorstellen, dass da irgendein Notar sitzt und Personalausweisnummern zieht, sondern diese Auslosung erfolgt über NGOs, erfolgt über Vereine wie zum Beispiel in Deutschland Demokratie Leben. Und wenn ich diesen Verein bereits von seinem Titel her nenne, dann ist jedem klar, wohin das führt. Also dort wird im Endeffekt dann eine linke Organisation eingesetzt, die im Prinzip Leute benennt, in welchem Prozess auch immer, die dann diese Bürgerräte bevölkern. Und dann wird den Leuten gesagt, ja, schaut mal, die Bürger, die wollen das ja. Dabei wollen die Bürger genau das eigentlich nicht. Und genau das ist der Grund, warum die Ampelkoalitionäre eben keine Referenden machen wollen. So wie wir das als AfD wollen, wir fordern ja Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild, sondern die wollen Bürgerräte aus eben NGO-Vertretern, aus zufällig ausgewählten Bürgern, die dann im Endeffekt den parlamentarischen Betrieb ergänzen, ja, ich möchte sagen, substituieren. Da sind wir dann schon bei Kapitel 2. Und dieses Kapitel 2 zum Thema Klima ist natürlich eines, da kommentiert übrigens gerade einer, ich bin für 1G. Das Interessanteste an dem ganzen Papier ist, dass Corona überhaupt keine Erwähnung findet. Keine einzige Erwähnung gibt es für Corona. Es wird nur allgemein über Pandemien gesprochen. Corona wird nicht behandelt. Das bedeutet, aus diesem Papier, aus diesem Sondierungspapier können wir nicht ersehen, wer im Endeffekt hier was tun wird im Bereich auf Corona. Das Bürgergeld ist angesprochen worden, komme ich gleich dazu, wenn das entsprechende Kapitel kommt. Kapitel 2 Klima. Dort wird als zentrale Aufgabe definiert, und ich habe es ja bereits angesprochen, Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Und deswegen will man bereits ein Klimaschutzgesetz noch 2022 verabschieden. Also nächstes Jahr ein Megagesetz. Und ich zitiere jetzt einfach aus dem Papier. Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen. Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Tja, und jetzt wissen Sie auch, welche Bereiche alle in Ihrer Wirtschaftstätigkeit beschränkt werden, nämlich Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Überall dort wird es Klimamaßnahmen geben, wird es Klimaverpflichtungen geben und wird es entsprechend eine Teuerung geben oder Verbote, die uns natürlich massenhaft belasten werden. Das bedeutet massive Reglementierung in allen Sektoren, letztendlich Wettbewerbsunfähigkeit, Arbeitsplatzverlust, tja, und dann eben Armut. Die Bild-Zeitung hat ja in einem Artikel, ich glaube heute war es getitelt, müssen wir alle arm werden, um das Klima zu schützen. Dieses Sondierungspapier geht in diese Richtung. Ampel, da leuchtet vor allem das rote Licht, wenn es um das Vermögen der Bürger geht. Es soll erhebliche Planungsvereinfachungen geben im Bereich der erneuerbaren Energien. Und das klingt jetzt erstmal gut. Aber wir wissen ja, was das bedeutet, ne? Wenn ein Windrad irgendwo hingestellt werden soll, wenn diese regionale Planung aufgestellt werden soll, dann dauert ja normalerweise mehrere Jahre, zumindest eine große Anzahl von Monaten. Und der Grund, warum das so lange dauert, ist natürlich, naja, man muss ja auch beschließen, dass man zum Beispiel den Wald abholzt. Man stellt diese Windräder ja nicht ins Nichts, sondern die stehen dann faktisch neben irgendwelchen Dörfern. Und das Problem, wenn ich diese Verfahren vereinfache, ist natürlich, dass auch Widerspruchsmöglichkeiten wegfallen. Das bedeutet, hier wird im Endeffekt diesen Windrädern und diesen erneuerbaren Energien, ja auch übrigens Solarzellen und so weiter, wird der absolute Vorrang eingeräumt. Da kann noch so eine bedrohte Tierart in dem Waldstück hausen. Das wird halt abgeholzt, um dort Windräder aufzustellen und Solarzellen aufzustellen. Und das wird übrigens eine Menge Flächen betreffen. Schließlich will die Ampelkoalition 2% aller Flächen Deutschlands für erneuerbaren Energien ausgeben. Übrigens bei den Wasserflächen noch deutlich mehr, aber 2% der Landfläche für erneuerbare Energien, das muss man sich mal vorstellen, ja, wie viel das sein wird. Also da werden mehrere Großstädte an Fläche als erneuerbare Energienfläche ausgewiesen und das wird natürlich Auswirkungen haben auf unsere Lebensqualität, auf unsere Umwelt, auf unsere Wälder, auf unsere Tierwelt. Wir wissen, dass Windräder ja auch mit Nachteilen kommen. Da muss ich ja metertiefe Fundamente in den Boden lassen. Da wächst dann wirklich kein Gras mehr. Das auf ursprünglichem Waldboden. Diese Dinger schreddern Insekten und Vögel und Fledermäuse.
Also was auch wieder Auswirkungen auf die Tierwelt haben wird und Infraschall, wissen wir, ist ja auch ein Riesenthema. Das wird uns jetzt also tatsächlich in großen, großen, großen Teilen blühen. Jemand kommentiert gerade, Deutschland ist mit der Ampel dem Untergang geweiht. Ich hatte heute ein Telefongespräch tatsächlich mit jemandem aus dem Fraktionsvorstand und wir haben uns über dieses Papier unterhalten und dann sagten wir so, also Deutschland ist doch damit völlig im Eimer, oder? Und dann war die Antwort, ja, sehe ich auch so. Also Deutschland wäre mit dieser Koalition, mit diesem Papier völlig im Eimer, aber wir werden dagegen halten, das versprechen wir Ihnen. Alle geeigneten Dachflächen sollen für die Solarenergie genutzt werden. Für gewerbliche Dächer wird das verpflichtend, für private die Regel. Klingt jetzt auch erstmal gut, aber wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann führt das dazu, dass jeder Gewerbetreibende, selbst wenn er nur eine kleine Friseurbude hat oder was, die halt zufällig in einem eigenen Gebäude ist, oder der Handwerksmeister, der in irgendeiner Weise seine Hinterhofgarage betreibt oder was auch immer, der muss dann Solardächer auf sein Dach machen, ob das Dach dafür geeignet ist oder nicht. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass Solarpaneele eben nicht auf alle Dächer kommen können. Ich selber weiß das ja auch. Ich habe dieses Kultur- und Seminarzentrum in Falkenberg-Elster. Das ist damit ein gewerbliches Immobilienobjekt. Und das hat auch schön viel Dachfläche. Das Problem ist, da ist noch ein völlig intaktes Asbestdach obendrauf und auf Asbest kann ich keine Solarzellen packen. Und das bedeutet, dass unter Umständen eben eine komplette Dachsanierung da erforderlich werden würde, mit den Kosten für das Dach plus den Kosten für die Solarpaneele. Da ist man mal eben bei einem schlappen sechsstelligen Betrag. Und wenn ich mir das natürlich für jemanden vorstelle, der vielleicht ein Geschäft betreibt, was am Anfang steht oder was vielleicht nicht so toll durchfinanziert ist oder wo vielleicht auch einfach im Moment die Einnahmen ein bisschen eng sind, dann muss dieser Betrieb außer Betrieb gehen, obwohl er eigentlich leicht profitabel ist und dieser Mensch verliert seine Existenz aufgrund dieser Energievorschriften, die hier gemacht werden. Also es wird nicht besser mit der Ampel, es wird grauenhaft. Geradezu skurril sind die Vorstellungen im Bereich der Energiepolitik. Dort will man nämlich bereits bis 2030 den Ausstieg aus der Kohle machen. Und jetzt kommt's. Und den Mangel, den man dann ja an Energie hat, zwischenzeitlich mit Erdgas überbrücken. Also statt dass man im Endeffekt mal über Atomenergie nachdenkt, was ja relativ CO2-arm ist, was im Endeffekt bei unseren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gang und gäbe ist, Frankreich setzt zum Beispiel extrem auf Atom, dann wird das nicht genutzt, sondern man möchte auf Gas umsteigen, wo ja auch CO2 produziert wird, um den Ausstieg aus der Kohle irgendwie zu überbrücken. Und für die Kohleregionen, die das betrifft, die Lausitz zum Beispiel in Brandenburg, die will man dann mit irgendwelchen Auffangtöpfen ruhig stellen. Das bedeutet, das ist sowieso so eine Art Mechanismus, den die immer vorsehen. Also sie machen irgendwo eine wirtschaftliche Katastrophe, sie fahren irgendwas runter, sie schränken irgendetwas ein. Dann gehen sie her und gründen irgendeinen Topf. Ja, und sagen dann, ja, die Leute, die es besonders hart betrifft, die kriegen jetzt irgendwie Geld aus diesem Topf. Das Problem ist, das geht natürlich immer an den allgemeinen Bedürfnissen vorbei, denn diese Töpfe sind ja irgendwo beschränkt. Die sind ja für zum Beispiel die Menschen, die halt in gewisser Weise sogar in Sozialleistungen fallen würden oder für irgendwelche spezifisch definierten Sachen. Aber das trifft ja nie alle. Ja, so, dass die Töpfe an den meisten vorbeigehen. Und dann hast du diese Transformationsstrukturgeschichten. Und wir sehen ja in Brandenburg beispielsweise, was in Lauchhammer passiert ist. Auch Bergbau, also Kohletagebau, Folgelandschaft. Und dort hat man einen Windkraftenergiehersteller platziert, Vestas nämlich, also die machen ja Windräder und so, und hat denen jede Menge Subventionen gegeben, also für viele, viele, viele Millionen Euro Subventionen. Und was hat Vestas gemacht? Das hat die Subventionen abgegriffen. Jetzt sind sie ausgelaufen und jetzt wird das Werk wieder dicht gemacht und die Leute stehen halt ohne was da. Also diese ganzen Töpfe, die sind halt nicht nachhaltig. Und das Problem ist, wenn man den Menschen halt die Lebensgrundlage entzieht, dann ist die Lebensgrundlage weg und die wird eben durch solche Töpfe auch nicht wieder eingeführt. Jetzt hat man noch ein Bonbon verpackt. Man möchte aus der EEG-Umlage aussteigen, was ja an sich schon mal gut ist. Ja, die EEG-Umlage ist dieser Schrott, der die ganze Zeit unsere Stromkosten deutlich erhöht. Dafür will man aber das Fit for 55-Paket der EU-Kommission
umsetzen. Und wer sich ein bisschen mit Fit for 55 auskennt, das ist dieses krasse Paper der EU-Kommission, wo die im Endeffekt, deswegen 55, die Emissionen um 55% reduzieren wollen, innerhalb der ganzen Europäischen Union. Da wird massiv von dem Verbot von Verbrennungsmotoren, von Heizsystemen, von allen möglichen, sag ich jetzt mal, fossilen Energieformen gefaselt. Und das soll mit massiven, zum Teil auch Gebühren und Steuererhöhungen eben gemacht werden. Das bedeutet, man verkauft das als Abschaffung der EEG-Umlage, die wir ja auch als AfD fordern, und verkauft dann aber damit ein Papier, was massenhaft die Kosten in die Höhe treiben wird und auch gewisse Systeme schlichtweg verbieten wird. Und es ist ganz klar, dass wir da natürlich dagegen sind. Ja, und man will natürlich auch nochmal fleißiger sein als die EU-Kommission. Die EU-Kommission fordert ja, dass 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen. Unsere Ampel will natürlich schneller sein und schon früher als 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Damit wird natürlich die Entwicklung von Verbrennungsmotoren unwirtschaftlich, das ist vollkommen klar. Und diese Entwicklung und Forschung und ja auch der Bau werden ins Ausland gehen. In Bezug auf die Arbeitswelt, das ist Kapitel 3, und wir kommen dann gleich zu Sozialem und Bürgergeld, gibt es keine großartigen neuen Ideen. Es ist ehrlich gesagt auch kontraproduktiv, was dort gefordert wird, weil die zentrale Frage das mit dem Mindestlohn ist. Und wir wissen ja, dass die Grünen zum Beispiel und die Linke und auch die SPD mit einer Mindestlohnforderung in den Wahlkampf gegangen ist. Die haben gesagt, wir wollen 12 Euro Mindestlohn und der steht jetzt auch in diesem Papier. Das Lustige ist, sie wollen danach wieder die Mindestlohnkommission einsetzen, die ja bislang schon immer die Preise definiert hat und diese Mindestlöhne definiert hat. Also man spricht zuerst der Mindestlohnkommission das Misstrauen aus, so nach dem Motto, ihr habt das nicht hoch genug definiert, was ja aufgrund ökonomischer Parameter und auch Verhandlungen passiert. Und jetzt geht man quasi auf 12 Euro hoch und danach will man die Mindestlohnkommission wieder einsetzen. Also frisch nach dem Misstrauensvotum wieder eingesetzt. Das ist Sozial- und Arbeitspolitik à la Ampel. Da brauche ich, glaube ich, nicht weiter mehr kommentieren. Das Schlimme, was ich hier in diesem Programm tatsächlich finde, und es kommt wahrscheinlich von der FDP, ist, dass hier flexible Arbeitszeitmodelle ermöglicht werden sollen. Experimentierräume für die Abweichung von der Tageshöchstarbeitszeit sollen geschaffen werden. Dieses Papier, man muss sich natürlich genauer ansehen, was dann im Koalitionsvertrag dabei rauskommt, könnte dazu führen, dass die Arbeitsschutzgesetze, die wir haben, in Bezug auf Höchstarbeitsdauern, in Bezug auf Mindestruhezeiten und so weiter, tatsächlich massiv geschliffen werden und wir einfach diese Schutzmechanismen nicht mehr haben, die bislang rechtlich möglich waren. Und ich finde das ehrlich gesagt einen sozialen Rückschritt. Ich finde das eine Katastrophe und wir werden sehen, was dort passieren muss. Kapitel 4. Das große Leitmotiv von Kapitel 4 soziale Absicherung ist Sicherheit im Wandel. So, mal wieder dieses Thema sozial-ökologische Transformation, habe ich ja bereits erwähnt. Also, und jetzt sollen sich die Bürger in diesem Wandel, in dem sie mit 90%iger Sicherheit ihre Arbeitsplätze verlieren, sich auch sicher fühlen. Aber es kommt dann nichts. Also es kommt absolut nichts, um die Bürger abzusichern. Da kommen keine Ideen. Es gibt nichts in Bezug auf die Arbeitslosenversicherung beispielsweise, rein gar nichts. Es gibt nichts in Bezug auf die Rente. Hier steht nur, dass die drei Säulen der Rente gesichert werden sollen, 48% Nettorentenniveau garantiert und keine Anhebung des Renteneintrittsalters durchgeführt werden. Sie schreiben nicht, dass die Beiträge nicht erhöht werden sollen. Und jetzt können Sie dreimal raten, was passiert. Ja klar, die Rentenbeiträge werden erhöht, weil anders geht es ja nicht, dieses Rentenniveau zu finanzieren und übrigens auch sicherzustellen, dass das Renteneintrittsalter nicht angehoben wird. Tja, diese Garantien klingen also gut, aber durchfinanziert sind sie nicht. Man braucht entweder einen Steuerzuschuss oder Beitragserhöhungen. Und Steuerzuschuss will gegeben werden. Und jetzt festhalten, man möchte in die Kapitaldeckung der Rente einsteigen. Dazu soll der Fiskus, also der Steuerzahler, der Haushalt, der Bundeshaushalt, mal eben 10 Milliarden Euro am Aktienmarkt anlegen. Und das gehört dann quasi der Rentenversicherung. Und offensichtlich erhofft man sich da jetzt irgendwelche Voodoo-Effekte, dass da jetzt plötzlich irgendwie das Kapital ansteigt oder sowas. Und das Gleiche will man übrigens auch tun mit der Rücklage, die die Rentenversicherung hat. Und das ist echt gefährlich. Also die Rücklage ist dafür da,
mal einzuspringen, wenn zum Beispiel Beiträge ausfallen. Ich sage jetzt zum Beispiel mal wie in der Pandemie. Ja? Es gab Lockdown, die Leute haben im Endeffekt weniger Einkommen erzielt und die Renten werden aber weiterhin bezahlt. Und das wird natürlich auch aus der Rücklage finanziert. Wenn ich die in Aktien investiert habe, die vielleicht genau in dem Moment abrauschen, dann kann ich im Prinzip nur Verluste damit machen. Also die Rücklage in Aktien zu stecken, ist echt die dümmste Idee, die es gibt. Aber diese Idee ist in den Ampel-Sondierungspapieren enthalten. Die Rente soll durch höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, ältere Arbeitnehmer sowie qualifizierte Zuwanderung gestärkt werden. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wir werden es auch später gleich nochmal hören. Natürlich soll massiv die Zuwanderung hochgefahren werden durch ein eigenes Einwanderungsgesetz plus Punktemodell. Und eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen bedeutet das, was im Endeffekt in der SPD die ganze Zeit schon rauf und runter diskutiert worden ist. Die SPD träumt ja von einer 95-prozentigen Erwerbsbeteiligung für Frauen. Das ist ungefähr der Wert, den Männer auch haben. Das bedeutet, für die Familie ist halt überhaupt kein Platz mehr. Für Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie ist auch kein Platz mehr, sondern das wird hier alles irgendwie so gemacht. Dann ist ein Thema Bürgergeld statt Hartz IV. Aber nichts soll sich ändern. Man will weiter irgendwie die Zuverdienstgrenzen so lassen, wie sie sind. Man möchte die Vermögenswerte entsprechend prüfen und möchte da vielleicht ein bisschen hochgehen, so wie zu Pandemiezeiten so ungefähr. Aber es kommt nichts Neues. Also dieser Begriff Hartz IV, der nun zu Recht verschrien ist und übrigens von der SPD eingeführt worden ist, der wird dann jetzt ersetzt durch Bürgergeld. Letztendlich ist genau das Gleiche dahinter. Auch da wird spannend sein, was der Koalitionsvertrag hier zu sagen haben wird. Und für die Pflege, natürlich will man mehr ausländisches Personal gewinnen. Bei Kindern und Familie wird es grauenhaft, weil das Einzige, was dieser Ampelkoalition zu den Familien einfällt, ist, dass man Sozialleistungen neu bündelt zum Thema Kindergrundsicherung und dass man auf der anderen Seite Kitas und Ganztagsschulen ausbaut. Und dafür wirft man auch unsere grundgesetzliche Ordnung über Bord. Wir wissen ja, für Schulen zum Beispiel, was den Inhalt betrifft, sind die Länder zuständig, was die Schulgebäude und so weiter betrifft, sind die Kommunen zuständig und der Bund ist für gar nichts zuständig. Und das will man komplett durcheinander würfeln und will jetzt ein Kooperationsgebot zwischen Bund, Ländern und Kommunen haben. Das bedeutet, dass im Endeffekt Bund, Länder und Kommunen dabei zusammenarbeiten müssen, überall Kitas und Ganztagsschulen zu etablieren. Und das wäre jetzt eine Debatte für sich, was Ganztagsschulen bringen und was Ganztagsschulen auch für Gefahren haben. Aber die Zielsetzung ist ziemlich klar. Man will die Kinder aus der Familie raushaben. Man möchte nicht mehr, dass die Kinder bei ihren Eltern sind, sondern man möchte, dass die Kinder ganztags institutionell betreut und beschult werden, auch um den Preis, dass sie damit viele Talente nicht mehr entwickeln werden. Das weiß man, das wird auch so sein. Und das will man aber massiv ausbauen, was ja auch mit dem Ziel zusammenhängt, eben die Frauenerwerbsquote deutlich zu erhöhen. Ja, und weil schon der erste Digitalpakt so gut funktioniert hat, das ist jetzt natürlich Ironie, das war absoluter Schwachsinn. Will man einen Digitalpakt 2.0, der ähnlich läuft, also der Bund bezahlt und schafft an und die Länder und die Kommunen haben das gefälligst umzusetzen, so stellen wir als AfD uns Schulpolitik natürlich nicht vor. Das Kapitel 6 kann ich sehr kurz machen: Innovation fördern und Wettbewerbsfähigkeit verbessern, weil da steht echt nichts drin außer hohlen Floskeln. Also sie haben einfach keine Idee, wie sie die Wettbewerbsfähigkeit verbessern werden. Sie werden die Wettbewerbsfähigkeit nämlich ruinieren. Also wenn ich alles Mögliche verbiete, dann kommt halt nichts dabei raus. Und dann wird das verboten werden und dann wird die Wettbewerbsfähigkeit deutlich drunter leiden. Also Kapitel 6 ist komplett für die Katz, können wir überspringen. Kapitel 7 können wir auch sehr kurz fassen, weil wir das eigentlich schon alles kennen. Offensive für bezahlbares Wohnen. 400.000 Wohnungen will man bauen, davon 100.000 öffentlich geförderte. Und das soll alles durch serielles Bauen billiger werden. Ich meine, das kannten wir alle schon mal. In der DDR hieß das halt Plattenbau. Wissen wir also, worum es geht. Weiter zu Kapitel 8, Freiheit und Sicherheit. Und dort haben sie sich mal wieder linksgrüne Geschichten einfallen lassen. Es wird nämlich gesagt, dass die Rechtsordnung der gesellschaftlichen Realität angepasst werden solle.
Und so ein Statement lässt natürlich aufhorchen, weil normalerweise die gesellschaftliche Realität eben innerhalb einer Rechtsform, einer Rechtsordnung, einer Rechtskonstruktion stattfindet. Und dann will man reformieren das Staatsangehörigkeitsrecht, das kommt übrigens mehrfach vor in dem Text, das Staatsangehörigkeitsrecht, das Familienrecht, das Abstammungsrecht, das Transsexuellengesetz ebenso wie die Regelungen zur Reproduktionsmedizin. Das will man alles anpassen und beispielsweise Verantwortungsgemeinschaften bzw. einen Pakt für Zusammenleben möglich machen. Also zusätzlich dazu, dass die Regierung Merkel bereits in der vergangenen Legislaturperiode, also der 18., ja, ganz am Ende, da wissen wir, dass ja diese Ehe für alle beschlossen worden ist und Konfetti und die Queer Queen war irgendwo da. Zusätzlich dazu, dass man da schon die Axt an die Grundlagen der Familie angelegt hat, will man jetzt die Rechtsordnung komplett umstellen und eben auf Transsexuelle im Wesentlichen ausrichten. Übrigens, Queerfeinde sollen auch durch ein Demokratiefördergesetz gejagt werden. Also Regelungen zur Reproduktionsmedizin sollen dann dafür dienen, dass wahrscheinlich ein schwules Pärchen sich gegenseitig befruchten kann oder dass eben sozusagen irgendwelche ziemlich skurrilen Dinge da laufen und das ist nichts anderes als eine Abschaffung unseres Wertesystems. Demokratiefördergesetz habe ich erwähnt, das richtet sich gegen alles, was böse ist, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Queerfeindlichkeit, wahrscheinlich auch Klimaleugnung, Corona-Kritik und so weiter. Also das Demokratiefördergesetz wird produktiv und effektiv dazu beitragen, dass Meinungen begrenzt werden, die man nicht aushalten möchte. Das ist also die neue Demokratie, auf die wir uns einstellen müssen in der sozialökologischen Transformation. Wir merken eben, es ist nicht nur eine Transformation der Wirtschaft damit gemeint, es ist auch eine Transformation der Gesellschaft damit gemeint und es geht nicht ums Klima, sondern es geht darum, die Demokratie selbst anzugreifen. Auch unsere Gesellschaft wird sich mit der Ampelkoalition deutlich verändern. Man möchte, wie gesagt, bei der Einwanderung schrauben. Auf der einen Seite sichere Wege über das Mittelmeer eben finden, das Sterben im Mittelmeer beenden, legale Wege schaffen für die illegalen Migranten. Zusätzlich das Einwanderungssystem eben reformieren und dann zusätzlich noch ein Punktesystem schaffen als zusätzliche Möglichkeit der Einwanderung und einen schnelleren Spurwechsel für Migranten, die integriert sind. Alles mit Anführungszeichen natürlich. Das bedeutet, wir müssen uns darauf einstellen, dass alle, die gekommen sind und auch alle, die noch kommen werden, letztendlich auch bleiben können. Das ist der Wunsch dieser Koalition, die auf uns gegebenenfalls zukommt. Und das bedeutet, wir werden Millionen neuer Staatsbürger haben in wenigen Jahren, die kein Deutsch können, die auch kein Integrationsinteresse haben, die auch kein Interesse haben, irgendwas zu uns beizutragen, die aber sehr wohl Interesse daran haben, das neue Bürgergeld zu konsumieren, was sie ja dann bekommen. Kapitel 9 ist Anbetracht dieser Forderungen, die sonst so aufgemacht worden sind, ein reiner Witz, weil dort nämlich gesagt wird, dass die Zukunftsinvestitionen im Rahmen der Schuldenbremse gewährleistet werden sollen. Also ich habe jetzt ja lauter Dinge vorgetragen, für die massenhaft Geld benötigt wird. Ja, also wenn ich jetzt diese ganzen Migranten aufnehme, wenn ich jetzt irgendwie die innere Sicherheit noch irgendwie ausbauen möchte, wenn ich beim Rentensystem das Rentennettoniveau garantieren möchte und gleichzeitig das Renteneintrittsalter nicht hochsetzen, dann brauche ich da ja auch im Endeffekt staatliche Zuschüsse und so weiter. Und dann trauen sie sich tatsächlich hier reinzuschreiben, dass sie die Schuldenbremse erhalten wollen. Das kommt sicherlich von der FDP. Und dass gleichzeitig keine Steuererhöhungen bei Einkommens-, Unternehmens- oder Substanzsteuern kommen sollen. Also ist ja schön, ich finde es ja richtig, Steuern niedrig zu halten. Aber dann muss ich auch die Kosten niedrig halten. Und genau das wird nicht passieren, wenn ich 2% des Landes mit irgendwelchen erneuerbaren Energien, die staatlich subventioniert sind, vollpflastere. Und wenn ich im Endeffekt die ganze Zeit Ausgaben plane, die im Endeffekt natürlich den Staatshaushalt massiv belasten werden und nur entweder über Schulden oder über höhere Steuern zu finanzieren sind. Tja, und falls Sie die noch nicht genug hatten, komme ich jetzt zum Kapitel Außenpolitik und EU. Natürlich will man die Krake Europäische Union weiter stützen, die europäische Souveränität erhöhen und es kommt noch besser, deutsche Interessen sollen im Lichte der europäischen Interessen definiert werden. Also, deutsche Interessen im Lichte der europäischen Interessen definieren.
Das bedeutet, Deutschland darf gar keine eigenen Interessen mehr haben. Also wir haben keine Interessen mehr. Alle Interessen, die wir haben, sind gleichzeitig europäische Interessen. Das bedeutet, wenn Macron meint, dass in Mali irgendwelche französischen Interessen zu vertreten sind, dann vertreten wir die auch, weil wir haben ja keine eigenen Interessen. Wir haben nur noch europäische Interessen. Und Teil dieses wunderbaren europäischen Pakets ist natürlich auch, dass die liberalen Demokratien zukünftig Fake News und Propaganda besser abwehren können sollen. Da geht es also dann tatsächlich darum, dass man im Endeffekt ja Wahrheiten unter den Teppich kehrt. Tja, naja, man will auch weiterhin EU-Schulden, indem man den Stabilitäts- und Wachstumspakt weiterführen möchte. Und natürlich muss Deutschland seine Verpflichtungen in der internationalen Klimafinanzierung erfüllen, ausgerichtet an den Social Development Goals der UN. Ich könnte jetzt weitermachen, wir haben eine halbe Stunde voll. Sie merken, in welche Richtung das geht. Sie merken, in welche Richtung das geht. Es geht in Richtung Wohlstandsabbau. Es geht darum, unsere Industrie kaputt zu machen. Es geht darum, unsere Wirtschaft kaputt zu machen. Denn die wird ja zentral auf ganz verschiedenen Ebenen attackiert. Also die Verbote mit dem Klimagesetz, was nächstes Jahr kommen wird. Wir haben dann natürlich noch diese enormen Belastungen, zum Beispiel über solche Dinge wie die Solardächer, wo Selbstständige dann einfach irgendwann nicht mehr mitspielen können, weil es einfach zu teuer ist. Und wir werden letztendlich natürlich sehen, dass eben auch keine Substitutionstechnologien da sind. Also wenn ich etwas verbiete, ich nenne es nur mal als Beispiel, wenn ich verbiete, Öl zu verheizen, dann muss ich ja im Endeffekt eine Alternative bieten. Aber es gibt halt keine Alternative im Moment. Und das bedeutet, es wird zu Knappheiten kommen. Und wenn alle Sektoren davon betroffen sind, auch die Landwirtschaft, dann wird das bedeuten, dass wir im Endeffekt auch einen Produktionsrückgang haben bei Gütern, die wir dringend brauchen. Wir reden jetzt also nicht nur über die in China gefertigte Haarbürste, die vielleicht nicht rechtzeitig ankommt und wo die Regale leer sind, sondern wir reden vielleicht auch darüber, dass die Regale leer sind in Bezug auf Agrarprodukte, dass wir kein Fleisch mehr essen dürfen, dass vielleicht auch gewisse fundamentale Lebensmittel nicht mehr produziert werden können, weil vorher schon durch diese Klimamaßnahmen irgendetwas ausgefallen ist. Und das entsprechend eben nicht mehr weitergehen kann. Es kann bedeuten, dass wir durch diese Politik hungern werden. Es kann durchaus passieren, dass diese Energiepolitik dazu führen wird, dass wir Blackouts bekommen. Und vor allem, es wird dazu führen, dass die Menschen, die das jetzt trifft, die also nicht das Glück haben, in einer Stelle zu sein, die ihnen dann weiterhin Wohlstand gewährt und die bei einer Firma sind, die das alles doch trotzdem irgendwie überlebt. Diese Menschen werden in ein soziales Loch fallen, weil ja eben dieses Bürgergeld eben auch nur eine Mogelpackung ist und eben keine veritable Absicherung in der Krise oder Sicherheit im Wandel, wie es definiert wird, sondern im Endeffekt nichts anderes ist als Hartz IV auf neu. Tja, und spätestens nächstes Jahr, wenn dann die Regierung gebildet ist, dann wird man halt feststellen, dass im Endeffekt die finanziellen Mittel so und so nicht reichen. Das heißt, es wird zu erheblichen Beitragserhöhungen kommen, es wird zu erheblichen Steuererhöhungen kommen oder es wird zu einer weiteren erheblichen Verschuldung kommen. Olaf Scholz hat das ja bereits, ohne mit der Wimper zu zucken, als Finanzminister in der schwarz-roten Regierung gemacht. Und das bedeutet, dass unsere Kinder und Enkel im Endeffekt ein Land vorfinden werden, in dem sie überhaupt keine Chancen mehr haben. Also man redet ja immer viel über Nachhaltigkeit für die junge Generation. Das Wahlalter soll übrigens auch auf 16 runtergesetzt werden. Man redet viel über Nachhaltigkeit für die junge Generation, aber genau da ist halt gar nichts drin, weil die junge Generation braucht eine florierende Wirtschaft, die junge Generation braucht Arbeitsplätze, die junge Generation braucht auch also Staatsfinanzen, die halt nicht so komplett überzogen sind, dass man diese Schulden nie mehr wird zurückzahlen können. Und das sind alles Probleme, die unseren Kindern aufgebürdet werden. Und letztendlich wird sich keiner um die kümmern. Die kriegen eine Riesenpackung hingestellt, basierend auf ja einer Theorie, einer Ideologie über diese CO2-Budgets und dass wir jetzt angeblich irgendwie limitiert sein darin, was wir in die Luft emittieren dürfen und so weiter. Das wird als Nachhaltigkeit verkauft, ist aber keine echte Nachhaltigkeit. Und unter diesem Stern steht aber diese ganze Ampelkoalition. Ja, schlussendlich muss man sagen, Deutschland ist mit dieser Koalition natürlich auf keinem guten Weg. Es wird die Axt angelegt an den Grundsätzen unserer Wirtschaft, an den Grundsätzen unserer Gesellschaft und auch an den Grundlagen der Familie, was mich persönlich am meisten verbittert. Und diese Transformation, die wird in der Tat keine leichte sein. Und jetzt kann man vielleicht tatsächlich mal erleben,
warum die Menschen im Osten über Transformationen gerade so erzürnt waren, wie sie sind. So eine Transformation erheblicher Natur werden wir noch einmal erleben. Und nein, das wird kein Wachstumsprogramm werden und es wird kein Innovationsprogramm werden und es wird kein Wohlstandszuwachs werden, sondern es wird der Abstieg in die Armut werden. Aber die Menschen haben es gewählt, die haben es gewollt. Wir als AfD werden uns mit den Prozenten und mit den Sitzen, die wir haben, natürlich ganz geradlinig dagegen stellen. Ich selbst als nunmehr stellvertretender Fraktionsvorsitzender werde da auch immer den Finger dran haben, dass wir etwas erreichen, dass wir den Finger in die Wunde legen und dass wir hier letztendlich etwas für Deutschland tun, im Rahmen dessen, was wir können. Insofern wünsche ich Ihnen trotz all dem, was ich Ihnen jetzt vortragen musste, aus diesem Papier einen schönen Abend. Vergleichen Sie gerne, was ich Ihnen vorgetragen habe, mit dem, was Ihnen die Nachrichten demnächst vortragen werden. Da ist das wahrscheinlich alles schön und gut und super. Naja, DDR-Wahlen waren auch immer okay. Mutti weiß das, kommentiert Papa Papa. Damit lasse ich es jetzt einfach mal als Schlusswort stehen. Einen wunderschönen Tag Ihnen allen. Tschüss.